Es sind stürmische Zeiten, die da auf mich zukommen. Ob der Herbstwind die Erkenntnisse mit sich bringt? Die letzten Tage, das Malen der Laufschuhe, das war so unglaublich schmerzhaft. Und mit ein Grund, warum es mir jetzt so lange so schlecht ging. Und in meinem Auge ist ein Äderchen geplatzt und es sieht jetzt so aus, als ob ich wie auf meinen Bildern anfangen würde, blutige Tränen zu weinen. Meine Hand angefleht, sie soll mich nicht im Stich lassen. Aber sie hat nicht gehört. Nach der ersten Semester sage ich mir gleich noch die zweite hinterher. Jetzt, 10 Minuten später, keine Kontrolle mehr über meinen Körper zu haben. Auch einfach dazu sitzen, in meinem verkorksten Hirn ist das die einzige Möglichkeit, das Abendrot zu genießen. Während ich da abkratze. Weil ich weiß, es ist das letzte Abendrot und nach diesem Abendrot wird nichts Böses mehr folgen. Es wird auch kein neues Abendrot folgen, es ist das letzte. Es hat so was ganz Friedliches. Wieder einmal komme ich nicht damit klar, dass meine rechte Hand scheinbar denselben Werdegang hat wie die linke. Nichts funktioniert. Aber allem Anschein nach bin ich nicht wütend genug auf mich und meinen Körper, um gravierenden Schaden an diesem zu hinterlassen. Mein interner Freund kommentiert das mit Versager, Feigling. Ich hatte dissoziative Anfälle, 2 an der Zahl. Gestern in der Sitzung und heute im Büro, wo es besonders schlimm war. Irgendein Wort meiner Kollegin löste diesen aus und ich verlor sofort den Boden unter den Füßen. Ein Gewitter im Kopf und lediglich ein Satz, der sich da wiederholte. Das kenne ich schon, das kenne ich schon, das kenne ich schon. Nach einer Minute flaute das Ganze ab und zurück blieb ein einziger Trümmerhaufen. Komplett orientierungslos. Ich wusste nicht, wer ich bin, ich wusste nicht, wo ich bin und erst recht nicht, was ich da mache. Und es bedurfte gut 10 Minuten, ehe ich wieder einigermaßen im Hier und Jetzt angekommen war. Es könnte ein gutes Zeichen sein. Ein Zeichen dafür, dass irgendetwas zum Vorschein kommt. Aber die Anfälle bleiben letztendlich ohne signifikante Bilder, die ich auswerten könnte. Es ist eine weitere Nacht ohne Schlaf. Und die Bereitschaft, in einen dissoziativen Anfall zu kippen, ist extrem groß. Ich habe dann nachts überlegt, was ich machen kann, um mich heute über den Tag zu retten. Und habe versucht, einen Plan zu machen. Und dann kam Solveig und sagte, okay,
du malst und dann, wenn es zu viel wird, machen wir eine Pause und dann gehen wir raus, machen unsere Physioübungen und dann malen wir weiter. Fakt ist aber, dass die Hand bereits nach 10 Minuten anfing, gelähmt zu werden. Ich habe keine Ahnung, wie ich das in 2 Stunden durchmalen konnte. Und dann hat das Telefon noch 2-mal geklingelt und ich bin ein Nervenbündel und dann hatte man das Schlimmste. Und ich habe den gesamten Vormittag eigentlich nur einen Gedanken vor mir hergeschoben und das war der, dass ich mir irgendwas antun muss, dass ich oder am besten mich abstellen und immer schon so griffbereit irgendwelche Tabletten, irgendwas schlucken, irgendwas, am besten gleich 2, 3. Und dann gestern Abend der Blick aufs Bild, der war vernichtend. Einfach nur Fehler, Fehler, Fehler. Und Rumpelstilzchen, da komm, den Scheiß kannst du wegschmeißen. Was hast du die letzten 50 Stunden gemacht? Es ist Dreck. Es ist alles wertlos. Es ist alles umsonst. Und ich musste, während ich meine Physio-Übungen gemacht habe, musste ich einen Satz runterbeten, den ich in der Reha zu hören bekommen habe. Neurologische Schäden brauchen länger, um repariert zu werden. Das dauert. Und den habe ich wiederholt und wiederholt und wiederholt. Es geht aber einfach nicht weg, wenn man nicht anschaut. Den sexuellen Missbrauch habe sie verarbeitet, sagt Regina. Leben muss sie aber mit der Ungeheuerlichkeit, dass ihre Eltern bis heute sehr eng mit dem in der Zwischenzeit verurteilten Kinderschänder verbunden sind. Seit er wieder auf freiem Fuß ist, verbrachten Reginas Eltern sogar Ferien mit den Tätern. Ich gucke mir gerade eine Doku auf Anweisung an. Ja, es geht um sexuellen Missbrauch und ich sollte die Parallelen sehen. Das ging relativ zügig und jetzt. Ich weiß nicht wie, 17 Minuten? Und schon zack, den nächsten Flashback. Und mein Schädel dreht sich alles und ich. Ich musste mich festhalten, dass ich nicht umkippe. Spitze. Ja? Super. Die Räder sind Hochdruckräder, das heißt 6 bis 10 Bar, maximal 6 Bar, Minimum bitte immer 6 Bar schauen, dass drinnen sind. Ja. 8 Bar ist so im Schnitt, das Space, das er vorher muss ich einfach rein. Er kann nicht durchkommen. Okay, super. Das Antriebsrad, gell? Spitze. Wie gesagt, vom Außen einfach drauf und so ein bisschen nach links umschieben, dass man halt austritt. Okay, also wenn ich dann selber fahre und keiner schiebt, ist das das 9+Ultra. Genau, so ist es. Okay, gut, super. Gut, dann für die Begleitperson. Alt und neu. Am Tag ist jetzt offiziell vorbei. Wir waren einkaufen und ich habe auf dem Hinweg einen Läufer gesehen, auf dem Rückweg. Das
Das hat mir wieder klar gemacht, mein Leben wird nie wieder normal sein. Zweite Messer geschluckt und ich hoffe, sie wirken bald. Ansonsten nehme ich noch zwei hinterher, es ist mir ganz scheißegal. So viele Tränen wurden vergossen. Erst wegen dem Laufen, dann wegen einer Aussage. Und ich fühlte mich so allein. Dann kam das Spazierengehen und die nächste bittere Erkenntnis, dass auch das mit dem neuen Rollstuhl nicht so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Und schlussendlich das Abendrot. Dieser tränenreiche Tag. Und dann zum Abschluss dieses Abendrot, das mich zu zerreißen schien. Sie werden immer unerträglicher. Und dies sei ein gutes Zeichen an diesem Punkt der Therapie. Aber ich brauchte eine Rasierklinge und stark blutende Schnitte, um mich selbst wieder zur Ruhe zu bringen, die Gedanken in meinem Kopf auszulöschen, um weiterleben zu dürfen. Auch dieser Tag endet mit einem Debakel. Mein Körper versagt. Ich dulde das nicht, ertrage es nicht. Und schon ist die nächste Tablette in meinem Mund verschwunden. In der Hoffnung, dass sie mir hilft. Diese eine Aussicht auf das Futterhäuschen und die Kohlmeisen, die Blaumeisen, die Sumpf-, die Weidenmeisen und ab und an einen Kleiber. Ankerpunkt hält mich irgendwie am Leben. Spiegelt mir mein Leben wieder. Diese ganzen Sachen filmen, diese ganzen Sachen ins Internet stellen. Muss es öffentlich sehen, muss mich sehen, um begreifen zu können, dass es mich überhaupt gibt. Wenn ich mich so wie jetzt gerade überhaupt nicht fühlen kann. Da sind dann nur diese Vögel und ein vages Gefühl davon, dass das schön ist. Mit Tablette oder ohne. Die Sonne geht wieder unter. Das Grauen steigt in mir auf. Aus dem ursprünglichen, meine Mutter wird sterben. Wird nun ein, ich darf nicht leben. Warum darf ich nicht leben? Warum bin ich schlecht? Warum bin ich dreckig? Warum mich dreckig fühlen, wenn mir doch angeblich nichts passiert sein soll? Warum für alles die Schuld übernehmen, wenn doch alles eitel Wonne war. Warum fühlt sich meine Kindheit wie eine einzige Farce an? Eine
groß angelegte Lüge. Heute im Büro, ich hab komplett abgekackt, ich hab versagt, ich konnte nichts mehr. Es ist. Die Hand hat eigentlich sofort den Geist aufgegeben. Und jetzt bin ich eigentlich nur unendlich müde und alles, was ich weiß, ist, dass ich scheiß schlecht bin, dass ich dass ich mich unendlich hasse und dass ich mich nicht hinlegen darf. Ich darf einfach nicht. Oder ich schade mir. Entweder ich verletze mich oder nehme was ein und dann darf ich mich hinlegen, nachdem ich mich abgestellt habe. Ich weiß nicht, wie weit ich in meinem überbordenden Selbsthass noch gehe. Vielleicht bedarf es nur des richtigen Triggers, um mich so richtig schön austicken zu lassen. Jetzt hätte ich die Wahl, was mache ich? Schlitze ich mich auf? Hilft nicht, weil ich blöde Sau blute ja nicht mehr. Schlucke ich meine Tabletten? Der Effekt lässt auf sich warten, ja, ganz toll. Gut, jetzt habe ich mich für die Tramaltropfen entschieden. Und so einen Hub, noch einen Hub ins Glas. Schups, waren es 4, jetzt sind es 80 Tropfen. Ich hasse mich so unglaublich. Warum explodiere ich nicht, wenn ich mich so hasse? So, jetzt bin ich schön zugedröhnt. Rumpelschildchen ist abgestellt und mal gucken, was meine Psychosomatik dazu sagt, wenn ich jetzt versuche zu malen. Heute ist wieder so ein Tag, wo ich weiß, warum ich mich gestern abstellen musste. Ja, vielleicht ist es die Jahreszeit, ich weiß nicht, es wird immer schlimmer und alles, was ich jetzt gerade denken kann, ist, dass ich mich umbringen muss. Der kleine Ausflug ins Betäubungsland gestern hatte den einen interessanten Effekt, dass sich mein Gangbild komplett verbesserte und ich viel mehr Kontrolle über meine Beine hatte. Was eigentlich ein gutes Zeichen dafür wäre, dass ich für die Cannabis-Präparate sicher in Frage käme, aber das war letztens ein Irrtum und ich habe jetzt den Befund geschickt bekommen und da steht drin, dieses Medikament, das ich bekommen soll, heißt Famperidin, Chemie, nichts mit Cannabis, nichts mit Beruhigung, Betäubung, keine Ahnung. Ich frage mich ohnehin, warum ich mich heute nicht abgestellt habe. Warum? Meinem Therapeuten zuliebe, damit man mit mir arbeiten kann. Es tut einfach so weh und ich kann nicht benennen, warum es so weh tut. Und wenn ich ehrlich zu mir bin, war es da schon, bevor die MS sich so dermaßen gezeigt hat.
Das war es vor 10 Jahren, das war es vor 15 Jahren. Schmerz ist derselbe.